Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zur Geheimwelt in Susie Cube. Wir haben in der letzten Folge nochmal den Endboss besiegt, der war echt, mein Fazit dazu habe ich in der letzten Folge gegeben und wir haben das Level hier angefangen und beendet zum Glück noch, aber dafür war die Folge wenig länger. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir weit kommen in dieser Folge mit Secrets 2. Also ich nenne es jetzt Secret, weil eigentlich heißt es ja Geheimwelt und geheim auf Englisch ist Secret. Deshalb Secret 2, Abendspaziergang. So, wäre jetzt auch ein Spaziergang. Oh, 60 Sekunden, da wird es wohl kein Spaziergang hier. Aber das ist doch das erste Level. Ja, und jetzt ist ja auch endlich mal was versteckt. Hier ist nämlich der erste Stern. Okay, das ist auch von, das ist von Super Mario Land. Super Mario 3D Land geklaut. Na ja, gut, geklaut nicht unbedingt, das gab's ja schon mal, aber erinnert mich auf jeden Fall sofort an Super Mario 3D Land, what the heck? Okay. Also ja, aber finde ich cool. Und hier gibt's ein Secret. Und ja, wir sind hier dabei, das alles zu schaffen und... Nein! Ich darf mich umbringen. Oder kann ich noch mal rein? Nein, oder? Natürlich nicht. Das ist immer noch so nervig. Und der erste Stern hat natürlich nicht gespeichert. Warum auch? Ja, richtig lame. Ja. Wäre ja lame und so. Aber warte, da war ja eine Bombe drin. Ganz vergessen. Da gibt es bestimmt ein Power-Up. Aber das ist auch egal. Ich brauche kein Power-Up. Ich muss hier einfach hochspringen. Hier jetzt gleichzeitig. Bam, bam. Yes, dankeschön. Geht doch. Juhu. So, geben wir nochmal ein Power-Up. Hier gibt es aber wirklich eins. Keine Bombe. Nee, nee. So, da unten ist aber diesmal ein Abgrund und keine Bodensicherung hier. Okay, ich dachte gerade, es wird scrollen, aber die Kamera hat sich nur gegen gerichtet. Okay. Wir sind wieder im Bienenland anscheinend. Bienen Hill Zone. Okay. So, wir brauchen noch den letzten Stern. Hä? Nein! Ich hätte auch einen Checkpoint. Ja, okay. Warum bin ich jetzt verreckt? Das ist doch auch seltsam. Warum bin ich jetzt verreckt? Ich habe doch den Sprung gut getimt. Oh, anscheinend nicht gut genug für das Spiel. Alles klar. Ja! Ho! Ja! Okay, das war richtig, richtig knapp. So, One-Up brauche ich nämlich, weil sonst wäre ich down gegangen. Hier irgendwo vielleicht ein Secret-Eingang? Nein. So, aber hier oben ist das Ende. Und das ist wieder versteckt, wie letzten... Nein. Ach komm, ich habe doch keine Lust immer wieder alles nachzusuchen und Cuts zu machen. Bisher habe ich, glaube ich, in jeder einzelnen Susie Cube voll den Cut gemacht. Ja, ich glaube schon. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute. Erklärt mir das. Wie kommt man darauf? Man kann hier... Auf einer unsichtbaren Plattform. Wie findet man sowas? Und dann gibt es hier ein paar Plattformen, bla bla. Und dann gibt es gleich einen schwierigen Sprung, glaube ich. Hier. Muss man auf das Trampolin und dann boing. Kriegt man den Stern einfach so in den Arsch geschoben. Ich verstehe es nicht. Einfach so. Es gab ja nicht mal einen Anhaltspunkt oder so dafür. Das ist doch... Ach komm, das ist echt kacke. Also wenn einer von euch es gefunden hat, ohne das Video hier zu schauen oder irgendwas im Internet danach zu gucken, dann seid ihr echt krank. Aber Respekt. Klar könnte man drauf kommen, weil da war ja kein Zaun. Aber ehrlich, wer kommt denn darauf, darüber zu springen und sich zu suiziden? Echt? Ach Mann. Keine Ahnung. Erst drei. Eishöhlentrauma. Ja, ein Trauma habe ich auf jeden Fall schon. Ich glaube, wir sind sogar schon bei Folge 10, kann das sein? Kann sein. So,
ihr schon wieder, ihr Langweiler? Oh, was haben wir denn hier? Ein Knopf? Sinnloser Knopf. Achtung, sinnlos. Dann geht's weiter. Aber was gibt's hier? Ah, das hat Blöcke dort erschaffen. Warte, das ist doch auch das eine Level von der einen Welt. Ja, ist es. Oh, Kacke. Dann gibt's hier noch bestimmt einen Stern, oder? Oder? Bin ich. Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst. Ja, Game Over. Die Game Over juckt mich eigentlich gar nicht mehr. Auf die achte ich gar nicht mehr. Das ist mir egal. Hab ich ja Game Over. Und wer hinjuckt? Ne, mich auf jeden Fall nicht. Okay. Warte, was ist denn hier? Also hier geht es dann anscheinend nicht weiter. Warte, Kanone? Komm mal her. Oh, lol. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier gibt's den ersten Stern. Ah, dann bin ich den richtigen Weg gegangen. Okay, ja, ist eigentlich gut, dass ich gestorben bin. Okay. So, ignoriert die Bomben. Wow, wow, wow! Leben auf Limit. So, ja, Wumsk. Jetzt schnell, schnell, schnell. Vor die Plattform da verschwinden. Oh nein, die verschwinden schon, die verschwinden. Ah, es war nur von One-Up. Ah, es ist alles nur von One-Up. Ah, das ist doch lame. Alter, oh mein Gott, ich hatte der hat mich gekillt. Ja, lol. Ach, warte, war ja eine Bombe. Kacke, ich bin runtergefallen. Das wollte ich nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie lang die Folge überhaupt ist. Na. Keine Ahnung, ich werde mal gucken, wie lange ich die Folge mache. Vielleicht spiele ich eben alles durch und dann packe ich das ungefähr so rein, dass es. Oder kann ich halt so, dass es passt. Mal schauen. Wow! Das verräterische Ding da, ey. Okay, hier lang? Hier lang? Aha. Jackie? Ich hab's nochmal Moinzen, Münzen meine ich. Moneten. Moneten? Geil, Moneten. Und hier? Hier gibt's nichts. Doch! Hä? Hey! Was denn? Hä? Hey! Was denn? Was war da denn? Hä? Hey? Was? Wenn es da jetzt einen zweiten Stern gab, dann bin ich echt böse. Dann bin ich böse. Ja. Dann kann ich auch mal böse sein. Oh Mann. Das Geräuschkulisse ist so wunderschön. Blong. Ah, da geht's weiter. Und dann geht's hier nicht weiter. Nein, dafür gibt's aber die Bombe. Juhu. Genau das wollte ich. Okay. Hey, da war doch bestimmt der zweite Stern, oder? Oh Mann. Wow. Warte, geht's aber weiter? Da gibt's was. Ha! Nein! Da gab's wirklich irgendwas. Aber ich habe da noch gar nichts gesehen. Ich glaube, ich guck mir einfach gleich ein Tutorial an. Ich habe keinen Bock. Jetzt 10 Stunden rumzufuchteln. Oh Mann. Ich hasse das immer noch am Spiel. Dass ich nie alles was toll finde. Also nicht, ich hasse das nicht am Spiel, aber ich meine. Ich hasse das. Das sind immer jedes einzelne Level. Jedes einzelne Level. Nie 100% alles finde. Ich meine, klar, das ist bei anderen Spielen wie Donkey Kong Country zum Beispiel auch so, aber. Keine Ahnung. Trotzdem nervt mich das. Auch wenn es kein schlechtes Feature in Anführungsstrichen ist. Nervt mich das trotzdem. Nervt mich echt. Das nervt mich. Ja. Theoretisch könnte ich runterspringen und nochmal versuchen, aber vergiss es. Schieße erstmal das Level ab. Dann kann ich nämlich cutten. Yeah. Okay, guys.
Zumindest habe ich jetzt 7 One-Ups. Vielleicht sogar jetzt noch ein Achtes. Ja, okay, noch ein Achtes. Krieg ich es noch? Ich weiß es nicht. Oh nein, leider nicht. Okay. Sad face. Mach mal da mit S4. Flinker Abgang, ja? So könnte man mein Leben hier in diesem Spiel beschreiben. Und es ist 1-3, aber in Dunkel. Und 1-3 habe ich totgesuchtet, weil es da dieses Food Power-Up gibt. Genau das meine ich. Und man da relativ ganz okay gut One-Ups bekommen konnte. Von daher kenne ich das Level in- und auswendig. Nur haben die ja alles rumgemoved und so. Und ich muss jetzt nach den Sternen suchen. Jetzt so, ja, totale Bienen. Ach so, ja, klar. Bombe. So, auf die Bomben, da sind die echt scharf drauf heute. So, hier ein Tunnel. Ja, okay, den haben wir noch gleich. Bitte, es ist der erste. Bitte ist das hier der erste. Please, tu mir den Gefallen und mach den als den ersten. Ey. Da oben war was. Lol. Das ist echt cool. Nein! Ihr Schweine! Das Level hat gerade mal alles angefangen. Und schon fehlt mir ein Nachkommen. Nein, aber doch einfach nicht, Mike. Doch, jetzt schon. Ich habe echt jetzt schon keine Lust mehr. Irgendwo habe ich schon wieder was übersehen. Ach, ich blende euch jetzt einfach wieder ein. So wie immer, man kennt's. Ich brauche mich überhaupt nicht aufregen. Ist doch alles immer das Gleiche. Hm, kann ich zumindest am Anfang des Levels spawnen? Ja, danke. Dankeschön. Ja, ich bin gleich am Anfang des Levels. Ich bin wieder hier. Oh Mann, ich habe doch keine Lust. Wo habe ich jetzt Coin bekommen? Okay. Hopsala. So, hier drauf. Abwarten. Woi. Wow. Die kommen mal beide auf mich zu. Krass. Wow. So, hi, na, wie geht's so? Ja, schießt noch mehr. Das ist ganz lustig, ne? Ja. Ja, bin ich auch. Okay. So, hier muss ich alles einsammeln vielleicht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Man weiß es nie. Aber natürlich mache ich es mal, weil warum nicht? Weil da kriegt man ein One-Up für. Wenn man genug Coins hat, warum höre ich auf zu fliegen? Bin ich der bekloppt? Na gut, das wissen wir ja schon alle. Oh Gott. Gibt sich eigentlich noch irgendjemand diesen dieses Let's Play? Hat es nicht irgendwann mal irgendjemand gegeben? Lol. Hoppala! Okay. I guess. Komm, rüber da. Da unten, okay. Und jetzt? Bist du lustig? Ich kann nicht fliegen ohne Power-Up. Aber das Spiel gibt mir ja kein neues. Das ist lustig. Mann. Ist das ein Weh hier? Komm, lass mich hier durch. Juckt doch niemanden, was jetzt hier passiert. Komm, lass mich einfach nur zur bewegenden Plattform. Oh fuck, ich hab da kurz abgebrochen. Okay. Jetzt sammel ja alle Münzen in den Ringen ein und dann bekommst du einen Stern. Den letzten. Ach so, ja, so simpel? Na, das geht ja noch. So.
Ab zum Checkpoint! Yes. So, im Original-Level gab es hier rechts ein Stern. Und da oben, oh, jetzt haben die es gewechselt. Ja, aber auf jeden Fall muss ich doch dahin in die Richtung, wo es das One-Up gab. Hier lang und dann gab es ein One-Up. Hier gibt es dafür jetzt einen Stern. Zack. Oh, es ist also das gleiche Bonus-Level, nur kranker. Kranker. Ja, kacke, ey, wie willst du denn ohne durchkommen? Gosh. Ah, okay. Darf ich das Level nochmal machen? Wegen dem ersten Shit. Nö. Zumindest kriege ich nochmal ein Power-Up. Hä, gibt noch eins? Okay. Nein, jetzt habe ich das Level nochmal, Mann. Oh, ich meine, jetzt habe ich die Passage da mit dem einen da, ihr wisst schon, habe ich das nochmal. Aber kriegt man dreimal hintereinander das Flugpower ab. Und vorher, als man das auch noch brauchte, hat man es nur ein einziges Mal bekommen. Ich verstehe nicht, wie entscheiden sie sich da? Kacke, das wäre echt mega dumm von mir. Tut mir leid. Nein! Ich wusste es! Ich wusste, ich verkack's wieder! Ah, ich habe keinen Spaß mehr an dem Spiel. Hilfe. Also jetzt gerade bin ich gerade am Leiden. Also jetzt gerade, ja, bin ich schon am Leiden. Aber... ja, nee, den Spaß habe ich auch nicht mehr. Ich hab mich schon längst verlassen. Hey, weg da! Holy Scheiße! Was wollen wir ja nicht sagen hier? Wir können ja 10-Jährige zuschauen hier. Die dürfen sowas noch nicht lernen. Wenn sie es wahrscheinlich eh schon können. Können, tun, los. Aber diese Endpassage da, holy. Hier, wie sollte das machen? Das ist ja krank! Also, das finde ich krank. Das ist doch krank! Nee, ich schneide jetzt nicht, ich mache jetzt keine Cuts. Ihr müsst jetzt mit mir leiden. Komm, versuch's doch, eine unsichtbare Wand wieder. So, Power werde ich eh verlieren, aber ich werde eh wieder nochmal eins bekommen. Oder Aber nicht so früh verlieren, weil sonst kann ich hier nicht Damage boosten. Du. Wie lange bleibt das denn da oben? Ich habe nur noch 2 Euro. Ich weine. 100% real. Oh mein Gott, Leute, ich weine. Lasst ein Like da. Ich lasse es jetzt auf YouTube hoch, wie ich weine. Damit ich Aufmerksamkeit bekomme und ich zeigen kann, wie schlimm mein YouTube-Leben ist. Obwohl ich doch eigentlich auf YouTube rich bin, krieg 10.000 Euro pro Slime-Video. Aber egal. Ich habe sogar keinen Hit kassieren müssen. Nice. So, ich ignoriere den zweite Biene. Ich mach einfach durch. Let's go. Kacke, ich muss jetzt. Ja, danke, endlich. Ja, hey, wie habe ich das geschafft? Ich weiß es nicht. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Ja! Ja! Aber ich darf das alles noch mal machen für die letzten Sterne. Bitte löst mich doch. Warum wird das so kacke, Mann? Noch so viel vor uns. Wir haben die hier noch nicht freigeschaltet. 120? Was dann dafür? Ach, warte, dann ist das hier wahrscheinlich noch so ein extra Bild. Und das ist das finale Level. Dafür brauchen wir 120. Das heißt, den letzten. Okay.
Das ist echt witzlos.